Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Videohop. Ich bin Elke, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und gemeinsam mit Sandra, Nicole und Katharina haben wir uns heute dem Thema Ton in Ton gewidmet und ich bin sehr gespannt, wie dir meine Inspiration gefällt und wenn du noch mehr Inspiration zu dem Thema suchst, dann kannst du über die Infobox unten, über dieses kleine Dreieck, nochmal in den Text schauen und da habe ich dir die Videos der anderen verlinkt. Aber jetzt starte ich erstmal mit meiner Inspiration und wünsche dir viel Spaß dabei. Das Thema unseres heutigen Videohops ist Ton in Ton und ich hatte so eine Idee, dass ich dir mal zeigen möchte, wie das ist, wenn man mal mit der flüsterweißen oder jetzt ist es vielleicht basisweißen Pigmentfarbe, also mit weißer Pigmentfarbe arbeitet. Du siehst, das ist hier noch ein altes Stempelkissen. Aber diese Pigmentfarbe gibt es immer noch bei Stampin' Up. Was macht diese Pigmentfarbe aus? Also sie ist in Weiß, aber du wirst gleich sehen, es sieht halt nicht so hundertprozentig weiß aus, sondern es ist so ein bisschen durchscheinend. Also wenn man richtig weiß auf einem dunklen Ton haben möchte, ist diese Pigmentfarbe nicht so hundertprozentig perfekt dafür geeignet. Dann sollte man vielleicht doch lieber auf Embossing zurückgehen und mit weißem Pulver embossen, dann hast du so ja richtig, richtig weiß. Aber hier, und das finde ich, deswegen passt das, glaube ich, auch zu Ton in Ton, kann man halt so, ja, man hat dann halt einen helleren Abdruck. Genauso wie wenn du mit der mit dem Versamark stempelst, ja, so einen etwas dunkleren Ton kriegst, so ein Wasserzeichen, heißt ja auch Wasserzeichen, glaube ich. Irgendwas steht da mit Wasserzeichen drauf. Aber ich wollte dir hier gleich noch eine Technik zeigen, die sich, glaube ich, Schattenstempeln nennt. Und das finde ich ganz wichtig, ganz witzig. Und das wollte ich eh mal ausprobieren und dann dachte ich mir, das zeige ich dir jetzt einfach mal im Video. Als kleine Inspiration. So, einfach hier kreuz und quer ein paar Sterne. Immer wenn man das Gefühl hat, es ist nicht genug oder es fehlt noch was oder es ist nicht so ganz rund fürs Auge, dann noch mal ein, zwei mehr drauf stempeln und dann hat sich das meistens erledigt. So, diese Kraftfarbe, die ist halt nicht wie diese wasserbasierte Farbe. Die wasserbasierte Farbe, die trocknet ja recht schnell. Die Kraftfarbe braucht tatsächlich einen Moment Zeit zum Trocknen. Deswegen lege ich das jetzt kurz zur Seite, lasse das trocknen. Und ich habe das schon mal, nämlich vor vielleicht vor einer Viertelstunde, halben Stunde auch schon mal gemacht. Und du siehst, das trocknet relativ gleichmäßig auf. Wenn du hier siehst, hier sind noch an den Rändern manchmal ja so hellere Spuren. Da ist halt die Farbe noch nicht ganz trocken und da wirkt das erst so, als wenn da ein bisschen dicker die Farbe drauf ist. Aber wenn es getrocknet ist, wird es recht gleichmäßig. Und jetzt muss ich einmal meinen Stempel reinigen. Also diese Kraftfarbe, die ist auch, ist halt höher pigmentiert. Und das siehst du dann halt auch. Deswegen da nehme ich gerne dieses Schwammtuch und gehe danach erst in meinen Stempelreiniger. Die würde sich dann auch, also ne, dann, wenn du sehr viel mit dieser Pigmentfarbe arbeitest, müsstest du dann wahrscheinlich einmal deinen Stempelreiniger auswaschen oder das Tuch. Und jetzt gehe ich da Ton in Ton, deswegen habe ich jetzt auch einen relativ dunklen Farbkarton gewählt, gehe ich da jetzt nochmal drüber und zwar stempel ich so einen Schatten und ich gucke mal, ach, ich mache das jetzt einfach könnte es vielleicht auch sogar. Wenn du einen größeren Stempel hast, ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber es ist natürlich auch eine Technik, die man mit so einem vollflächigen Stempel machen sollte. Und ich habe nicht so viele vollflächige Stempel, habe ich festgestellt, aus dem aktuellen Sortiment. Aber eigentlich ist der Effekt so, dass man dann noch mal mehr
Variationen hat, weil man, ja, ich zeige dir das gleich nochmal aus der Nähe, wenn ich fertig gestempelt habe, weil auf der Pigmentfarbe dann natürlich die Farbe anders aussieht als auf dem, na, wie kriege ich das jetzt hier hin? Also weil auf der vorher weißen Kraftfarbe ist das Blau jetzt anders als auf dem Farbkarton und dann hat man da ganz viele Schattierungen. Was eigentlich ganz schön aussieht. Und ach, ich glaube, ich mache das gar nicht so ultra genau. Nur einfach dran stempeln und vielleicht muss ich auch noch ein paar dazwischen stempeln. So. So. Ja, ich stempel hier auf jeden Fall noch mal ein paar in dunkelblau einfach so dazwischen. Ist das ein sehr sterniges Kartenstück. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Einfach diesen Stempel so zu nutzen. Ach, vielleicht sollte ich dir mal zeigen, aus welchem Stempelset der ist. Kreative Tage. Ein Stempelset, was ich wirklich so wenig benutzt habe, dass ich dachte, das geht heute mal. Ach Mensch, dann könnte ich vielleicht auch sogar einen Gruß da draus nehmen. Das mache ich mal. Schönen Geburtstag passt ja auch immer. So, dann. Ach komm, dann stempel ich erst nochmal den Geburtstagsgruß. Dann nehme ich mir einfach ein Stück Flüsterweiß. Nein, Grundweiß. Oh, wieso? Wahrscheinlich, weil es hier drauf steht. Ne? Auf dem Kraftpigment, auf der Pigmentfarbe steht halt immer noch Flüsterweiß drauf, aber es ist halt weiß und wird halt auch jetzt immer noch weiß sein. Und nicht unbedingt. Ich müsste mal im Katalog gucken, ob das jetzt Grundweiß heißt. Das ist halt so etwas. Wenn man das einmal hat, eigentlich muss man es dann nicht mehr ersetzen. Ich habe dafür einen Nachfüller. Und immer wenn ich das Gefühl habe, die Farbe ist nicht mehr so kraftvoll, dann fülle ich das halt ein bisschen auf. Und ansonsten, ich muss mir erstmal hier noch ein bisschen nach unten ziehen. Und deswegen behalte ich dann natürlich auch solche Stempelkissen über Jahre. Also ich habe Stempelkissen jetzt manchmal aussortieren müssen, weil sie vielleicht dann doch mal irgendwie nicht mehr schön sind von der Oberfläche und den Stempel einfach nicht mehr, ja, man sie einfach nicht mehr so gut nutzen kann. Aber normalerweise die Stempelkissen, die sind halt so, dass du sie halt lange nutzen kannst, wenn du den Nachfüller hast sowieso. Und selbst wenn dann eine Farbe mal aus dem Sortiment geht und wenn du den Nachfüller hast, dann kannst du das ja weiter benutzen bis, ich weiß nicht, in alle Ewigkeiten. Außer wie gesagt, manchmal haben die Stempelkissen, ja, manche Farben sind schwierig. Ich bin sehr gespannt, wie das mit Sommerbeere ist, weil ich meine eigentlich, Sommerbeere war kritisch, aber vielleicht war es auch ein anderer Farbton. So, und jetzt zeige ich dir das einmal aus der Nähe, wie das so aussieht. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera gut zur Geltung kommt, aber du hast halt den weißen Stern, du hast den dunkelblauen Stern und du hast halt da, wo es sich überschneidet und du hast dann halt dadurch mehrere Blautöne, die alle halt blau sind. Und alles, eigentlich alles, ja, Marineblau habe ich ja hier jetzt genommen. Und ich finde, diese Technik ist ziemlich cool. Die kann man auf allen kräftigen Farbkartons machen, würde ich sagen. Also allen kräftigen Farbtönen. Und ja, ich hätte jetzt erst überlegt, ob hier Ton in Ton das vielleicht auf dunkelblau klebe und ich glaube, ich mache so ein Querformat. Und ja, es kommt immer, ich hoffe, das kommt in der Kamera auch gut durch. Also ich kann das wunderbar sehen, dass das wirklich toll
verschiedene Farbtöne sind. Und wie gesagt, wenn du einen größeren, flächigen Stempel hast, dann kommt das auch noch mal mehr zur Geltung. Und dann setze ich hier einfach das schöne Geburtstag rein. Im Moment mag ich das irgendwie gerne, das so ein bisschen schräg anzuschneiden. Und das mache ich dann nochmal. Vielleicht mache ich nochmal die zweite Variante dann einfach auf dunkelblau. Und dann müsste man aber glatt mal... Hier ist noch ein Stück Farbkarton drin. Nicht, dass mich das hier stört. Und beim Schneiden irgendwie, dass die Schneidklinge dann da immer hängen bleibt, das wäre natürlich auch nicht so doll. So. Ach komm, ich mache hier so einen längeren Streifen. Da noch mal zwei Sterne drauf, Marineblau oder eins etwas nach oben versetzt. Das ist doch cool. Und dann ist das hier einfach so ein Fähnchen, so, was da so reinschwebt. Gibt es schwebende Fähnchen? Und manchmal rede ich aber auch echt. Naja. Und ich habe immer so Phasen. Also mal mag ich gerne so Fähnchen, die so rein schweben. Manchmal mag ich es lieber, obwohl das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und natürlich hier, ne, unten rechts so ein bisschen eher. Ja, eine sehr simple Karte, aber ich finde Ton in Ton passt auf jeden Fall. Es ist halt Ton in Ton. Und ja, diese hier werde ich dann nochmal in Blau auf Blau mit Blau machen. Mal gucken, wie ich das dann umsetze mit dem Gruß. Auf jeden Fall ist das ja, wie gesagt, wieder ein Videohop. Und wenn du noch mehr Lust hast auf Karten Ton in Ton, dann schau doch mal unten in die Videobeschreibung. Da musst du über dieses kleine Dreieck gehen, dann öffnet sich an der Seite, meine ich inzwischen, der Text. Und da habe ich dir die Videos von den anderen verlinkt. Ich bin mal gespannt, es ist ja ein bisschen Sommerferien jetzt gerade bei uns in Niedersachsen. Mal gucken, wer von den anderen es zeitlich geschafft hat, hier sich zu beteiligen. Auf jeden Fall kannst du da dann dir noch mehr Inspirationen abholen. Und wenn du noch mehr Inspiration von mir suchst, dann schau gerne auf meinem Kanal oder... Schalt nächste Woche wieder ein und guck bei mir, denn da kommt eine neue Inspiration für dich. Bis dahin alles Gute. Tschüss.